Kerl aus Assassin's Creed 2. Also, ganz am Anfang, wo Ezio in der Assassin's Creed Reihe aufgetaucht ist, der war halt eben mit seiner Schwester zusammen, hat dann halt eben mit anderen rumgemacht und dann kam halt Ezio an und hat den verprügelt für seine Schwester. Deswegen jetzt auch so ausgerastet und weggerannt. Ja, halt auch ein Italiener aus Florenz. Genauso wie Ezio. Okay, der vierte Teil der Welt. Sophias Paket ist ein rotes Tuch, ist in ein rotes Tuch eingewickelt. Besorgen Sie es für sie. Unbemerkt in den Hafen eindringen und wieder verschwinden ist die volle Synchronisation. Das könnten wir vielleicht hinbekommen, ich weiß nicht. Natürlich wäre es chillig, wenn ich hier rüberkommen würde. War jetzt schwer, sehr schwer. Gut, da unten sind welche Wachen. Und da sind Wachen. Ja. Das ist natürlich doof, dass sie mich gesehen haben. Oh, da kommen jetzt zwei Assassinen. Bam, bam. Haben wir die erledigt? Ja, also einfach geht das. Das ist nämlich das Geile an diesen Assassinen. Die könnte ich, glaube ich, selber töten. Die stellen uns jetzt nicht so weiter. Ah, dick. Springt da einfach nur darüber. Ja, natürlich. Alter, wie ich das hasse. Schieß mich ab, los. Komm, töte den. Was soll jetzt eigentlich den Dicken töten, Mann? Alter, natürlich habe ich es nicht geschafft. Alter, gehen wir das jetzt auf den Sack. Anstatt dass ich einfach neben die Stelle dann beide mit einem Schlag tötet. Nee. Ich bin Ezio, ich schaff das nicht. Also die sah mal übel aus. Die wird sich so schnell nicht verkaufen. Das war das recht. Bam! Ins Gesicht! Penner. Ja. Eigentlich wollte ich das so machen, die beiden standen ja hier, hätte ich mich hier hingestellt, wo die hier standen. Ja, einfach kurz. Beide assassiniert mit einmal, das geht ja, habt ihr ja schon gesehen. Aber nö, Ezio stellt sich wieder zu doof an und schafft's nicht. Wo ist denn hier das? Geht. In dem Schlagdampfwachten finden V. Nein. 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 Ich bin ein Byzantiner, ich hab dich gesehen. V! Nein. Nein. Ja. Hab ich's eingenommen? Okay. Aus dem Gebiet fliehen. Gut, schaffen wir. Na, da hätten wir auch. Da hätten wir auch rübergehen können. Ja. Natürlich gut, dass man das jetzt sehe. Ist irgendwie jetzt ist es gerade leicht Musik wie bei Dingens. Nein, Alter. Wie bei Fluch der Karibik. Schon ein bisschen. Jawohl. Das Paket zu früher zu ihrem Buchladen bringen. Okay, dann können wir einfach hier wieder hier so. Ich bin doch schon gar nicht mehr im Sperrgebiet drinne. Alter! Ja, komm schon. Ja, guck mal, wie schnell die sind. Es war zwar jetzt eine. War zwar jetzt so ein kleiner Typ, der so schnell war. Ja, Sackgasse, ich kenne keine Sackgassen. Ich bin Assassin, ich kann überall hochschampen.
Diese Typen voll auf die Eier gehen. Ja, du bist zu schnell. Alter, warum ist er so schnell? Gehen wir halt mal kurz hier hoch. Hier hoch. So, haben wir uns verpisst. Dann gehen wir oben rein. So. Tschüss. Könnt ihr alle schön mal verpissen, ihr blöden Penner. Mann. Da unten ist ein Dieb. Der würde so viel Geld kriegen, aber ich kann jetzt nicht runterspringen und den töten. Fuck. Egal, lass mal jetzt. Aber der bringt nämlich teilweise bis zu 5000 Aktien, also diese Währung, die hier in Istanbul gilt. Dieses komische A. Schon recht geil. Pisst euch. Mir geht's schlecht genug. Das ist mir ja nicht so, als ob es mir mega gut geht, Mann. Ich renne täglich 5 Jahre in diesem Anzug rum und zieh mich nicht um. Ich hab jeden Tag das gleiche an. Muss damit Wachen killen, ich hab da jeden Tag Blut dran, weil ich einfach mal 5 Millionen Leute am Tag töte und kann mich nicht umziehen. Als ob es mir gut geht. Ja, ich bin lebensmüde. Das hat sich jetzt gar nicht Schuhe angehört. Überhaupt nicht. Jetzt bin ich sprachlos. Ah. Komm schon, go. Go, go! Ja. Mann. Geht schon gar nichts auf der Reihe. Hoch da. Stirb. Tut mir gar nicht leid, dass ich getötet habe. So, dann sind wir gleich angekommen. Nur noch 30. Ja, guck mal da, da ist ein Datenfragment. So. Das ist uns Reise 3 auf der Insel, Animus-Insel freigeschalten. Ja toll, es bringt mir immer noch nichts. Na gut, so geht es ja natürlich auch. So, dann können wir mal zu... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Eintreten. Wie hieß sie denn? Madame Miguela Sofia Sotto. Ah, Sophia heißt sie. Konstantinopoli. Oh nein, es ist beschädigt. Haben Sie damit Piraten abgewehrt? Nun, so weit, so gut. Oh, bellissimo, ne? Die Kopie einer Karte von Martin Waldseemüller. Waldseemüller. Seht ihr? Die neu entdeckten Länder von Messere Amerigo Vespucci. Armer Cristoforo Colombo. Die Geschichte treibt manchmal seltsame Blüten. Was haltet ihr von diesen Gewässern hier? Ein neuer Ozean vielleicht? Die meisten Gelehrten, die ich getroffen habe, glauben, der Globus sei größer als bisher angenommen. Incredibile. Je mehr wir über die Welt erfahren, desto weniger wissen wir. Gut. Ihr hieltet euer Versprechen, nun erfülle ich meins. Wenn wir recht haben, dann zeigt euch dies den Standort des ersten Buches. Ich muss zugeben, mir schwirrt der Kopf bei der Aussicht, diese Bücher zu sehen. Dieses Wissen ging der Welt verloren und nun kehrt es zurück. Vielleicht könnte ich einige Kopien drucken und vertreiben. Eine kleine Auflage von 50 oder so sollte reichen. Perché ridi? Vergebt mir. Es ist schön, eine solche persönliche und edle Leidenschaft zu sehen. Sehr inspirierend. Guter Gott, wo kommt das denn jetzt her? Grazie, Sofia. Ich komme zurück. Ja, ja, dieser Ezio. So, das soll... Oh mein Gott, meine Nase läuft schon wieder. Das sollte nach erstmal für heute reichen. Gereicht haben, wie auch immer. Ja, nee, ja, bla bla. Hat ja nicht so funktioniert, wie ich das wollte, leider. Ja, man sieht sich dann... LOL! Was ist da los? Was ist denn das? Hey, Jeff.
Da wollte mich erstmal so ein Typ töten. Na warte. Den holen wir uns noch. Ja, los! Go! Alter, jetzt hier manchmal... Manchmal regst du mich echt auf, du blöder Penner! Ihr könnt da gar nichts erwachen, ey. Ja, komm, verpisst euch! Alter, haltet mich nur auf! Da wollte der Typ mich erstmal töten. Oh, schieß da einfach, du blöde Templersau. LOL! Ah, was funkeln das? Alter, warum ist der denn auf einmal so langsam? Alter, wo springst du denn hin? Alter, ich könnte gerade ausrasten. Springt einfach nur geradeaus. Ey, mach nicht so die komischen Spirenzchen. Töte ihn doch einfach. Nice. Nein! Och, spring da einfach nur geradeaus, du blöder. Danke. Mutti, Alter. Kurz Luftplündern machen. 1013, siehst du? Ja, halt die Fresse. Weil ich habe den Typen getötet, den ihr auch verfolgt habt, und jetzt wolltet ihr mich töten. Es ist manchmal so unlogisch, dieses Spiel. Ja, ist immer entkommen, das ging ja schnell. Mal geil, ja, der hat mir ganze 3 Balken abgezogen, der Penner. Na gut, egal. Ja, das, wie gesagt, das sollte jetzt erstmal reichen für heute. Für diese Aufnahmesession. Man sieht sich dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Assassin's Creed. Oh, wenn ich 8175 Aktien aus der Bank holen werde, wahrscheinlich. Und hoffentlich endlich mal die ganzen hier Festen da erobert habe und so weiter und so fort. Ja, bis dahin, man sieht sich. Tschüss.